Was bin da? So begrüßte ein Teil der Menschen in Oberröpplingen den Kanzler nach seiner Ankunft mit dem Hubschrauber. Scholz ließ sich von Landrat André Schröder die übervolle Helme zeigen, dass er mit Anwohnern spricht, habe ich selbst nicht beobachtet. Auf den Kanzlerbesuch angesprochen, sagten mir diese Menschen. Er guckt nur, redet nicht, reagiert auch gar nicht. Meine persönliche Meinung überhaupt nicht anwesend. Zwar nett, dass der Meister Scholz sich mal hier sehen lässt, aber es bringt eh nichts. Er fliegt wieder nach Hause und das Hochwasser ist immer noch da. Da kann bleiben, wo der Pfeffer wächst. Wir sind froh, dass unser Dorf hier so schön zusammenhält. Und wir hoffen und beten nur, dass es alles gut ausgeht. Und mehr wollen wir eigentlich gar nicht. Der Besuch des Kanzlers löst bei Helfenden und Einwohnern gemischte Gefühle aus. Ja, ich halte nicht viel davon. Weil es werden bloß Versprechungen gemacht, aber nichts zu halten. Das müsste alles mal aufgeklärt werden, warum es erst so weit gekommen ist. Ja. Na, es ist schon mal gut, dass er da war. Wie gesagt, man muss halt sehen, was am Ende dabei rumkommt. Was soll ich dazu sagen? Finanzielle Hilfe wäre sicherlich angebrachter. Wo ist sofort Hilfe? Das interessiert uns nicht! Schwingen Sie die Helme! Das ist das Beste für alle! Holt die Sanddecke! Bindet am Rhein, schmeißt drüber! Geh nach Hause, Mann! Okay. Scholz, was war mit der Warburg fahren? Da kommen wir jetzt mal ins Schild gehen. Vorsichtig! Kanzler doch. Olaf, geh weiter, dann kriegt er das Wasser bis zum Hals. Wie viele Kinder müssen denn Geiseln noch sterben? Und Olaf Scholz, wer ist dein Herr? Ah, ich feiere das so. So, jetzt geht's nach Hause. Auf Wiedersehen. Hab's doch schon vergessen. Hast du Handschuhe hingelegt und eine Gummistiefel mitgebracht? Ich wünsche von ganzem Herzen nur das Schlechte für das Jahr 2024. Nein, bei uns hier. Spring rein in die Helme. Der Schlechter von Deutschland. Dein Hubschrauber ist schon weg, hast vergessen einzusteigen. Wo ist dein E-Hubschrauber?